Moin moin meine lieben Zockerfreunde, ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Transportfieber hier auf Kante Zockt. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir haben eben noch mal im Livestream gefragt, es wurde gewünscht, noch eine Folge zu machen, deswegen machen wir noch eine Folge. Das heißt, wir werden ein bisschen vorproduzieren, aber es ist nicht so schlimm. An meiner Seite ist immer noch der Manu. Vielen Dank, dass du noch dabei bist. Zu solch später Stunde, 23 Uhr auf dem Donnerstagabend. Wir haben noch über 50 Live-Zuschauer, ist der Wahnsinn. Okay, so, wir haben uns nochmal überlegt, wir brauchen mehr Güter. Wir brauchen mehr Güter. Der Bahnhof ist ja noch nicht voll genug. Nein, wir kriegen den Kunststoff nicht produziert. Kunststoffnachfrage haben wir von 10.600 und wir kriegen da nicht genug hin, dass das alles produziert wird. Also müssen wir uns Abhilfe schaffen. Wir haben hier noch einen Bahnhof eben hin platziert. Und den müssen wir jetzt nochmal versorgen. Und zwar wollen wir jetzt von dieser Ölquelle zu der Ölraffinerie und wieder zurück. Das Ganze muss alles so ein bisschen kombiniert laufen. Deswegen ist das alles gar nicht so einfach. Wir haben hier eben schon mal ein bisschen rumgedoktert und rumprobiert. Das wird gar nicht so einfach. Gut, wir müssen jetzt erstmal ein wenig umstrukturieren hier. Dafür müssen wir. Kann ich die Straße. Achso. Wieso kann ich die Straße hier nicht abreißen? Was ist hier denn los? Im Öleulen auf jeden Fall. Was habe ich jetzt abgerissen? Oh, nicht so viel. Okay, danke. So, wir müssen das mal eben abreißen. Wir brauchen jetzt hier erstmal den Platz. Gut, das funktioniert. Den schieben wir jetzt noch mal ein bisschen weiter. Gut, wir brauchen jetzt nämlich hier Platz für die für den Anschluss der Ölraffinerie hier, der Ölproduktion. Also muss ich erstmal gucken, wie weit wir überhaupt müssen. So, wir brauchen hier keinen zweiten Straßenanschluss. Das heißt, wir brauchen nur den einen. Aber damit sind wir schon zu weit. Nö. Nur die Terrainangleichung geht nicht so. Doch, wir sind schon ein bisschen zu weit. So, und jetzt müssen wir das Terrain noch ein bisschen angleichen. Wollen wir nochmal gucken. Nein. Es geht wieder noch. Moment. Ach, da hinten fehlt noch was. Okay. Also müssen wir jetzt erstmal ein bisschen aufschütten. Das hätte ich eben auch schon mal machen können. Aber ich wollte nicht ohne euch im Livestream irgendwas abreißen. Also da ist zu viel. Dann ist hier in der Mitte zu. Hier in der Mitte ist zu viel. Außen ist zu wenig. Also es ist nicht einfach. Aber es soll ja auch nicht einfach sein. Wir wollen ja hier die Challenge durchaus machen. Guck mal, jetzt passt das sogar. Dann gucken wir jetzt nochmal, dass es da hinten ein bisschen fluchtig ist. Ne, wir müssen hier hinten hin. Können wir die jetzt noch ein bisschen absenken? Ich glaube, das passt. So setzen wir das Ding dahin. Ja, ist ein bisschen verschoben, ist jetzt aber kein Weltuntergang. Hoppala. Hoppala. So, das heißt, von hier aus erreichen wir jetzt das Teil, das ist gut. Müssen wir noch da runterfahren zu anderen. Das sieht gut aus. Hier wollen wir gerade rausgehen.
Ja, damit bin ich einverstanden. Sehr gut. So, finden wir uns natürlich an das zweite Gleis. Das haben wir schon mal gut hingekriegt. Okay, so. Jetzt, damit das ganze Spiel ja auch weiterlaufen kann, werden wir jetzt erstmal wieder die Schnellstraßenanbindung hinkriegen. Irks, nee. Aufschütten. Und dann gerade. Ja. Damit bin ich einverstanden. Das sieht echt, ja, sehr annehmlich aus. Müssen wir noch mal gucken, wie wir darüber kommen. Das wird jetzt nicht ganz so einfach. So, das haben wir. Von hier aus jetzt darüber. Das wäre jetzt noch ein Traum. Dann reißen wir einfach noch mal ein bisschen was von der Straße weg. Machen es dann nach alter Manier. Gewohnter. Das sieht doch gut aus. Und das, damit das schön. Oh, echt? Holz geht das? In Stein ist Brückenpfeiler-Kollision. Okay. Ja, kann ich aber nachvollziehen. Nein, kann ich nicht. Ja, gut. Okay, das hätten wir. Schon mal eine ganz wichtige Sache. Oh, sieht gut aus. Gefällt mir. Okay, jetzt kommt der nächste Knackspunkt. Ja, den fand ich gut. Okay, so, nächster Bahnhof. Nächste Herausforderung. Zweiter Straßenanschluss, ja. Die kurvige Geschichte nehmen wir auch. Und dann hatte Manu eine ganz tolle Idee. Und zwar hier unten mit so einem Rondell rundherum zu gehen. Weil das ist eigentlich eine kombinierte gute Sache. Er ist recht, man kann hier außen dann auch noch ein Terminal für Industriegüter nehmen. Ja, kann man auch ein bisschen beiseite bauen, das ist nicht so schlimm. Da, ne? Nimm gleich dreifach Terminal. Kann man auch drei nehmen. Und wir haben ja sogar das Gespiegelte. Damit wir in die richtige Seite, die richtige Richtung auch abhauen. Ich hoffe, wir haben uns jetzt nicht unseren eigenen Schiffsweg verbaut. Na? Linie sagt aber, ist noch okay. Da bin ich ja mal gespannt. Fahr mal. Oh, das geht. Aber ganz knapp an der Hafenkante vorbei hier, oder? Wir hätten übrigens zwischendrin mal News. Nein. Legendär. Auf geht's. Ach, guck mal, da geht's. Ah, schade. Können wir alles nachher wieder neu bauen? Wolltest du nicht News machen? Ja, kann ich mal vorlesen. Ja, gut. Daily News, Kantopolis. New Kante Logistik Group erhält Einladung der OPEC als um Vollmitglied zu werden. Der Pressesprecher dementiert ein solches Schreiben. Wie aus gut informierten Kreisen aus Wien heißt, ist die New Kante Logistik Group nun der drittgrößte Ölproduzent der Welt.
Eine solche Konkurrenz fürchtet die OPEC und sieht ihre Fälle davon schwimmen. Aktuell plant die Newcantle Logistic Group die Fördermenge zu verdoppeln. Damit wäre sie weltweit die Nummer 2 im Ölbusiness. Der Geschäftsführer der Tide Öl, Ernest Kante Ewing, zündet sich Zigarren gerne mit einem 100-Kant-Dollar-Schein an. Mal schauen, ob er dann ab sofort einen 1000-Kant-Dollar-Schein nimmt. Das wäre auch nochmal cool, wenn man so eine, wenn man die Industrien kaufen könnte. Wenn man die Industrien kaufen könnte, das wäre auch nochmal nicht schlecht. So, von hier aus jetzt so ein bisschen hochstecken. Müssen wir halt echt mal gucken, wie wir das am besten machen. Können wir hier direkt hochgehen? Das ist auch geil, ne? Man kann jetzt ganz kleine Stufen hoch und runter, ne? Oh, herrlich. Autosave. Hi David. Es ist Autosave, wenn man dazwischen ist. Da. So. Straße können wir ja kreuzen lassen. Lässt sich nicht beirren hier vom, ob da nur ein Steg ist oder nicht, mir doch egal. Komm ich nie dran. Felgen zu groß. Ja. Nicht zu optimistisch ins Rennen gegangen. Also ich bleibe auf meine 120 und dann gucke ich mal, was da abgeht.
Okay, ist vielleicht doch ein bisschen zu grün. Aber ansonsten kann ich das wahrscheinlich knacken, da um ranzukommen. So geht's. Ist ja nicht egal, welche Seite ich voransetze. Ich habe gar nicht dran gedacht. Ich trottel ja gar nicht dran gedacht. Ist ja egal, welche Seite ich ansetze. Steigung zu groß, Kollision. Geht auch mit dem Tunnel bis runter. Steigung zu groß. Was soll ich bis runter gehen? Ja, schon gut. Wahrscheinlich weiter ausholen mit dem Tunnel. Ja, erledigt. Nicht schön, aber kann funktionieren. Ja. So, wo endet jetzt eigentlich das Zufahrtsgleis? Also das Zufahrtsgleis haben wir da, haben wir da. Das heißt, wir müssten irgendwie wahrscheinlich am besten hier nochmal ein Zufahrtsgleis kriegen. Entschuldigt, wenn ich so wenig geredet habe. Ich habe mich voll konzentriert. Ja. Absolute Konzentration. Konzentrationi. Da musst du ja im Prinzip nur ein Gleis raus. Oder wir holen es oben von der Zuführung der anderen Zuführung für. Ach stimmt, ja, wäre noch eine. Auf Maximalspeed, die Geschwindigkeit 120. Nein, ich meine jetzt Spielgeschwindigkeit steht auf 3. Oh, entschuldige, das war nicht beabsichtigt. Danke für den Hinweis. Ja, lass mir hier einfach gucken, dass wir hier noch. Du hast aufgehört zu reden, dass wir schauen, dass wir hier oben an diesem Übergabepunkt irgendwo ins Gleis kommen. Ja. Switche ich mal aus diesem Gleis aus. Tauchen. Was denn? Abtauchen oder per Brücke oben drüber? Brücke. Sonst bauen wir uns den ganzen Dings zu. Ja, in Anführungszeichen ja nur in eins rein. Ja. Muss ja auch nicht schnell sein. Jo. Nö. Dann nur für Bestückung der Strecke. Genau. Ha. Aber gut hingekriegt, Manu. Ja, jetzt brauchst du nur noch oben eine X-Speiche, oder?
Nee, brauchst du gar nicht. Ah, oben schon. Ja, nee, passt. Ja. Ein Signalchen noch dazu. Dann können wir eine Linie bauen. Was das wohl wird, du? Nimm gleich die volle Länge anzügen. Ja. Moment. Hat jemand einen Lokvorschlag? Genau, ein Lokwunsch, Lokvorschlag. Also wir sind auf 120 optimiert. Genau. Bei den Steigungen würde ich auf Manu seine 6,6 eventuell zurückkommen. Als Vorschlag. Ja, bei der Steigung wäre ich schon fast für eine Re 12,12. Also Taurus im Angebot von Lusor. Daniel Z. hätte gerne Lord Miller. BR 103, BR 182, also auch eine Taurus. Ja, okay. Ich baue derweil schon mal eine Linie. Noch irgendwelche anderen Vorschläge? Güterzug. 6-6. Pierre Fürst, wir fahren hier Öl. Ja. Güterzug. Kunststoff. So, da wir hier über die Anlieferung machen, fahren wir jetzt Zwergenbrause. Einmal hier. Tische Hayat als Zuglok und hinten dran gesteckt. Hier abholen. Da anliefern und zurück. Genau. Ungebremst. Ja, genau so wollen wir das haben. Tesla, ja, Tesla auf jeden Fall. Bauen wir jetzt als Zug. Ganz neue Variante. Aber wir werden erstmal nur mit zwei Zügen, ne? Oder? Eine stinkende Ami-Diesel-Lok war dann noch von Daniel der Vorschlag. Also was haben wir denn? Eine 4.4 hat 125 km/h begrenzt, ne? Nur ja. Nur mal so als Info. So, erstmal schicken wir jetzt zwei Diesel-Loks los hier. Eins, zwei, damit wir zwei Loks auf der Linie haben. Linie zuweisen, Güterzug, Kunststoff. Endlich, der Tesla-Zug kommt dann als Kommentar. Als wenn wir einen Tesla-Zug hätten. So, Fahrzeugersatz. Achso. So, Re 12,12 kommt von Taipan. Eine 4,4 in Dreifachtraktion. Also ich glaube 12,12 trifft es da echt schon ganz schön gut. Aber eine 12,12 könnte man ja auch aus den Vierern machen. Ja, guck dir mal die Leistung von den Vierern an und dann von der 6,6. Ja, ja. Haben wir in die 6,6 jetzt hier? Da. 1900, 135, 7800, 394. Ja. Kleiner Unterschied. Mhm. Und preistechnisch passt sich das natürlich gleich an. Ja gut, aber wir brauchen die Leistung. Das stimmt. Jetzt kommen wir mit dem Öl nicht nach oben. Jetzt kommen wir mit dem Öl nicht nach oben. Ja, also zweimal Re66. So, jetzt kommt das Spannende. Jetzt kommt die Ölkanister. Staubgutwagen? Hatte der nicht? Hatte kein Öl, oder? Staubwagen war der nicht weiter oben? Der war relativ weit oben, der Staubgut. Ja. Ja gut, die Alternative hier wäre BR151 Doppeltraktion. Da kann gar nichts Flüssiges. Kann nur Staubiges. Gut. Kesselwagen ist dann der normale.
Ja, dann müssen wir auf die VTGs zurückgreifen, ne? Ja. Oder auf die G47. Haben wir nicht noch G36 gehabt? Ah, die waren, glaube ich, länger, oder? Flüssiggas. G35 ist Chemie, der ist kürzer. Und der G22? Der G22 ist, glaube ich, ganz gut. Rohöl, Öl, Treibstoff, Kunststoff. Ja, den haben wir ja schon mit 20 Kappa. Den haben wir nicht, genau, mit 20 Kappa. Der ist gut. Ja, dann nehmen wir den erst mal. Fährt aber nur 100 km/h. Ja, dann gucken wir mal, was haben wir noch? Flüssigkesselwagen. Chemiewagen haben wir noch. Der schafft 22 Kappa, fährt nur 100. Der große G25 ist länger, schafft 100 km/h. Alles nur 100 km/h. Ist die Frage, schafft man die 120 überhaupt? Ich weiß es nicht. Wir können ja mal ganz normale Kesselwagen erst drauf packen, die 120 fahren. Oder die Tanktainer. Die Heavys oder was? Ja, diese mit den Tankcontainern, die wir auf der Spritstrecke haben. In Gallien. Gallien-Mopshausen. So, die meinst du. Ja, die fahren ja 120, oder? Ja. Wir waren weiter oben. Rohöltreibstoff. Ja. Also die SGGNS könnten wir fahren. Sind die doch, oder? Ne, sind die anderen. Ne, weiter oben noch. Tanktainer. Schaffen 28. Wir schaffen mehr. Lass uns die nehmen. Ja. Oh, 506 Meter. 480. Ja. Punkt, genau. 480 Meter. Sofort ersetzen. Oh, Schnapper. 126 Millionen. Peanuts. Peanuts, easy. Fahren wir doch mal mit, oder? Zug 114. Da haben wir aber alte Schmiede. Haben wir. Stimmt, die 151 wäre auch noch in Doppeltraktion möglich. So, erst, ne, Spielgeschwindigkeit, erste Geschwindigkeit. Wie schnell ist er denn? Sag ich dir nicht. Aber die 120 schafft er schon bis zum ersten Bahnhof. Gut. Ist nur noch kein Öl. Kommt gleich. Ich gehe auch davon aus. Der Bahnhof reicht bis rüber? Na, ja, hatten wir ja getestet. Nein. Ja, er muss einmal die Linie abfahren. Macht das Rocky. Jetzt spielen wir 30 Minuten, Alter. Für eine Linie. Aber auch eine schöne Mega-Linie. Also wenn die läuft, dann wird's richtig. Halleluja. Dann rollt der Rubel auf. Ja, dann könnten wir sogar noch Kunststoff könnten wir sogar noch mit runternehmen. Und dann umsteigen aufs Ding, oder? Dann aufs Schiff bringen. Naja, das wäre doof. Überall hört man andere Züge, ey. Was sieht mit dem Hafen zusammen? Sieht das schon gut aus.
Hier stehen Fahrgäste. Hm? Hier stehen Fahrgäste unten am Güterbahnhof. Was? Wie? Oh. Nichts, war nur Spaß. Lässt sich aber gut fahren. Also von dem Bau war ich nicht ganz so beeindruckt, aber vom Fahren her ist irgendwie nicht schlimm. Hätte ich mir schlimmer vorgestellt. Meinst du wegen den Windungen? Welche Windungen? Der Streifen. Ja, meine ich. Also leer schafft sie das hoch, locker. Ich bin da mal gespannt, was dabei rauskommt, ne? Außerordentlich gespannt bin ich. Ob das was wird? Wie das wird? Schranken waren defekt, ja, Pity. Wir sind offen geblieben. Ja, weil du ein Signal hingesetzt hast. Vorm Bahnübergang. Deswegen bleiben die offen? Ja, weil der Weg zu kurz ist, damit er runterfahren kann. Ach so, okay. Ach, da ist der andere Zug. Das ist ja vom Takt her eigentlich ganz gut. Oh. Und, liegt schon Öl da? Guck's dir an. Guck's dir am besten selber. Also ich sehe jetzt einen riesenvollen Zug. Noch voller, noch voller, noch voller. ja. Okay. Ja, ja. Das wird heftig. Das wird heftig, ja. Das Potenzial möchte ich nicht sehen. Aber weißt du, schön ist, fahren wir nochmal mit. Ohne jetzt auszusteigen, einfach nur jetzt einfach nochmal mitfahren. Und da fährt unser Doppelstockwagen. Der gleich noch mehr zu tun hat. Der gleich nicht mehr hinterherkommen wird. Und nicht nur der, auch der andere, der links daneben steht, der mit den Holzwagen da. Wird auch gleich ordentlich brechen. Easy peasy. Mal gucken, wenn wir jetzt in den Bahnhof reinfahren. Genau. Rohöl. Ja. Ob schon überall die Bahnsteige rausquillt. Ich sehe da keinen Platz mehr. Warte, ich bin noch nicht ganz vorne angekommen. Ne? Mach doch schon mal noch zwei Züge bereit. Kein Platz mehr. Was haben wir für eine Kappe? 578. Es liegen 700. Oh, das geht aber. Einen werde ich nochmal nachsteuern erstmal. Wir fahren gleich weiter mit, keine Angst. Güterzug. Öl. Kunststoff. Linie, Fahrzeugersatz sofort ersetzen. 64 Millionen. Jo. So, dann wollen wir jetzt nochmal runterreisen. Dann müsste der erste, müssten die ersten Öle ja schon umgearbeitet sein. Ja, voll kommt auch ganz gut aus dem Quark. Ja, ist ja bergab, ne? Weil bei dem Gefälle, wer da nicht aus dem Quark kommt, also da muss ja schon dazugehören. So, wir beziehen mal wieder ein bisschen. Kennt ihr ja. Mich interessiert das jetzt auch, wie weit das geht. Und wir werden uns auch gleich nochmal anschauen, wie weit das Ganze mit der Nachfrage gleich ausarten wird. Ich glaube, die Begrenzung auf 120 ist völlig in Ordnung. 160 hätten wir nicht geschafft. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu heftig gewesen. Aber ist auch völlig in Ordnung.
So, wir sind gleich am Bahnhof. Hier kommt schon das zweite Gleis. Für irgendwann später mal, wenn die Nachfrage einfach zu hoch wird und wir hier in, ja, mit zwei Linien fahren müssen. Ah, da stehen schon die ersten fertigen Öle. Umgearbeiteten Öle. Mal gucken, was wir hier für kriegen fürs Runterbringen. 3,37 Millionen. Na, da rechnet sich die Linie ja schon jetzt schon. Ja. Kann auch mal gucken, was ist hier für eine Nachfrage, für ein Potenzial an Öl von 3240. Wieso nimmt der Rohöl wieder mit hoch? Hier liegt Kraftstoff. Ja, wir transportieren ja jetzt alles. Ja. Ich guck nochmal. Schranken sind geschlossen. Ja, auch besetzt. Bis zum Lichteinschlag, wollte ich gerade sagen, sind wir schon wieder auf vollster Geschwindigkeit. Ich glaube, das könnte ganz gut was werden. Wie gesagt, wir haben jetzt einen dritten Zug auf dem Weg. Ich glaube, mit drei Zügen ist das durchaus erstmal am Anfang ganz gut. Ja, da können wir dann auch mit den restlichen Übermengen, sprich Öl und Rohöl und Sprit leben. Ja, ich denke auch. Da ist durchaus noch Potenzial. Und dann wird natürlich auch mehr Kraftstoff produziert. Immer raushauen. Da ist schon wieder ein voller Ölzug. Wenn man eben schnell runterfährt hier. Och, Alter, das ist aber lang, ne? Da kommt die ÖBB von unten. Hier blitzeln wir durch den Bahnhof. Hier liegt auch schon wieder genug Öl rum zum Mitnehmen. Für den nächsten Zug. Da bin ich jetzt auch noch mal gespannt, was es da noch mal gibt. Das ist ja nicht mal voll dazu. Ich denke mal halb, nicht mal halb voll. Gucken wir gleich noch mal rein, was Kosten Nutzen so ist. Ja, wir hätten auch in den anderen Bahnhof mit reingehen können, aber ich war da erstmal dagegen. Wir müssen halt erstmal schauen. Boah, jetzt wird der Kunststoff produziert, ja. Und gibt nochmal 1,2 Millionen. Ja, noch machen wir Minus. Aber ich glaube, das wird sich alles gut einpendeln. Und hier ist der nächste Turmbauer mit 900 Öl, was da jetzt derzeit liegt. Halten Sie die Produktion noch 4 Monate aufrecht und wir werden die Produktion erhöhen. Das macht doch Laune. 2798 Potenzial, derzeit bei einer Produktion von 1000 oder bei einem Lagerbestand von 1000. Öl und Kraftstoff, ich drehe durch. Bringen wir auch noch Kraftstoff hier mit her. Aber wo will der Kraftstoff hin? Das ist ja schon gar nicht mehr da. Ja, das ist leer. Da kommt der nächste. Und zack, sind wir wieder im vierstelligen Bereich. Ich könnte jetzt noch eine Stunde weiter hier zugucken, ne? Das ist der absolute Wahnsinn, was hier abgedeckt. So, der belädt jetzt. Na, ich sehe da schon die roten Doppelstockwagen demnächst fahren. Ja, ich weiß noch nicht. Die sind kostentechnisch absolut ein Grab mit den anderen, mit den Wagen zusammen, mit den Zügen zusammen. So. So, der nächste dürfte dann auch gleich schon über den Horizont erscheinen.
Hinterm Horizont. Ja, da kommt er schon. Und da kommt der nächste auch schon. Ja, und muss die Produktion natürlich auch erstmal umspringen von 500 auf 1000, auf 2000, glaube ich. Mhm. Und bis dahin müssen wir halt erstmal runterschaffen, schaffen, dass er unten rumarbeiten kann, den Kram. Details ausgezeichnet. Gut, das schauen wir uns an in weiteren Folgen. Wir haben jetzt hier Alter Spiel, das ist ja unglaublich. Okay, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und würde mich freuen, wenn ihr die Live-Let's Plays vielleicht auch in andere Projekte, vielleicht auch mal so in die Livestreams am Samstag, unsere Community-Livestreams auf Twitch. Ansonsten würde ich mich über einen Daumen freuen, über einen Kommentar und am meisten, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann! Euer Kante. Tschüss. Tschüss.